So, ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Grundlagen der EU-Taxonomie, aktuelle Entwicklungen mit Fokus auf Waldinvestments. Wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich zu uns gefunden haben. Mein Name ist Andrea Reuter, ich bin Projektmanagerin beim Global Nature Fund und freue mich, gemeinsam mit meinem Kollegen vom Global Nature Fund, Steffen Kemper, und unserem Kollegen Jan Ohnesorge von der Tropenwaldstiftung Oro Verde das heutige Webinar anbieten zu können. Genau, ich habe die Aufzeichnung gestartet, also nochmal der Hinweis, sollten Sie nicht erscheinen wollen, können Sie die Kamera gerne auslassen. Dann kommen wir einmal zu dem Grund, weswegen wir dieses Webinar überhaupt anbieten können. Das ist ein Projekt, das wir derzeit umsetzen, das heißt Investments in den Wald- und Biodiversitätsschutz, Entwicklungen und Trends. Das wird gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, neuerdings nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz und dem Bundesamt für Naturschutz. Ich freue mich auch, dass Frau Eich vom BfN auch dazu geschaltet ist. Genau, dieses Projekt setzen wir als Global Nature Fund gemeinsam mit der Tropenwaldstiftung Oro Verde um. Ich habe an der Teilnehmerliste gesehen, dass sehr viele von Ihnen uns bereits kennen. Für die, die uns noch nicht kennen, die Tropenwaldstiftung Oro Verde setzt sich jetzt seit mehr als 30 Jahren für weltweit intakte Tropenwälder ein. In Tropenwaldprojekten verknüpft Oro Verde Naturschutz mit Entwicklungszusammenarbeit und versucht damit, Waldschutz und nachhaltige Entwicklung Hand in Hand gehen zu lassen. Oro Verde zeigt auf, wie BürgerInnen, Politik und Wirtschaft zum Schutz der Regenwälder beitragen können und nimmt Einfluss auch auf politische Rahmensetzungen zum Schutz der tropischen Wälder. Der Global Nature Fund ist eine internationale Stiftung für Umwelt und Natur. Neben der Gründung des internationalen Seennetzwerkes Living Lakes, das sich für den weltweiten Schutz von Seen und Feuchtgebieten einsetzt, setzen wir Projekte in den Bereichen Naturschutz und Entwicklungszusammenarbeit um. Das heutige Projekt, das wir vorstellen oder im Rahmen dessen wir das Webinar anbieten können, ist aber dem Bereich Unternehmen und biologische Vielfalt zugeordnet, indem wir versuchen, den Privatsektor dabei zu unterstützen, den Schutz der biologischen Vielfalt stärker zu integrieren. Genau, dann einmal kurz zu den Zielen des Projektes. Wir möchten Politikberatung betreiben, um einen Beitrag zur nachhaltigen Gestaltung der Taxonomie zu leisten und diese Taxonomie bekannter zu machen. Wir werden zudem einen Überblick über Investments in den Wald- und Biodiversitätsschutz auf dem deutschen Markt erstellen und nochmal Potenziale der EU-Taxonomie analysieren und dann auch darstellen. Die Zielgruppe ergibt sich daraus, es ist einerseits Politik, aber auch Finanzmarktakteure, mit denen wir sehr stark in den Austausch treten. Und wir haben eine Laufzeit von 2 Jahren, haben jetzt im April 2021 begonnen und noch bis März 2023 Zeit, in diesem spannenden Projekt zu arbeiten. Genau, dann kommen wir jetzt einmal zur Agenda für unser heutiges Webinar. Ich werde gleich an meine Kollegen weitergeben. Die werden Ihnen eine Einführung geben, was ist die EU-Taxonomie, wie ist da der aktuelle Stand und wie geht es weiter, was sind Kriterien mit Relevanz für Waldinvestments. Und dann werden wir in den Diskussionsteil einsteigen. Sie haben die Möglichkeit, nochmal Verständnisfragen natürlich zu stellen. Dann haben wir noch sonstige Fragen, die Sie zu dem Thema interessieren, können Sie stellen. Und wir haben auch bei der Anmeldung schon Fragen gesammelt, die wir schon bearbeitet haben. Und auf die werden wir auch zu einem Teil eingehen. Ich glaube, alle schaffen wir leider nicht, aber wir versuchen unser Bestes. Vielleicht noch kurz für Sie. Sollten Sie Fragen schon während der Präsentation haben, können Sie gerne diese in der Chat-Funktion oder in der Chat-Box stellen. Ich werde die schon mal sammeln, versuchen ein bisschen zu sortieren. Ansonsten haben Sie auch im Anschluss die Möglichkeit, sich dann persönlich zu melden, was ja auch einen Austausch nochmal ganz anders ermöglicht. Also scheuen Sie sich da nicht, Ihre Kamera anzuschalten und sich per Wort zu melden. Genau, dann würde ich jetzt einmal an den Steffen weitergeben. Ja, vielen Dank, Andrea. Und bevor ich Sie dann mitnehmen möchte in diesen ersten Teil der Präsentation, in den ersten fachlichen Teil zur EU-Taxonomie und was die denn eigentlich ist, würde ich einmal noch kurz meinen Bildschirm
wechseln, weil ich Sie gerne um die Teilnahme an einer kleinen Mentimeter-Frage bitten möchte. Dazu würde ich jetzt einmal den entsprechenden Link in den Chat posten und da dürfen Sie gerne dran teilnehmen, wenn Sie mögen. Je mehr teilnehmen, desto besser sieht das am Ende aus, was dann dabei herauskommt. Wollen eine Wortwolke erstellen. Wenn Sie dem Link folgen, dann kommen Sie direkt auf das Fragenfenster und können dann da auch direkt Ihre Antworten eintragen. Die Frage lautet: Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie an die EU-Taxonomie denken? Da kommen ja vielleicht jedem von Ihnen ganz unterschiedliche Begriffe in den Sinn und da würde uns einfach mal interessieren. Sie können ein oder zwei Worte schreiben, was Ihnen dazu einfällt. Monster ist sehr schön. Da kommt schon einiges. Das ist super. Jetzt warten wir noch einen kurzen Moment. Wir sehen, dass hier das Thema Nachhaltigkeit im Zentrum steht. Und das ist wenig überraschend. Das ist wahrscheinlich die meiste Assoziation, die häufigste Assoziation, die Sie mit der Taxonomie haben. Und das ja auch zu Recht, denn genau darum geht es ja, um die Schaffung eines nachhaltigen Finanzsektors in erster Linie, die nachhaltige Umgestaltung der Wirtschaft auf lange Sicht. Ich warte noch ein klein wenig. Und ja, es scheint sich jetzt so ein bisschen eingependelt zu haben, sozusagen. Und ja, ganz interessant. Also wir haben hier sicherlich einige Begriffe, die ja, mit der Taxonomie assoziiert sind. Nachhaltigkeit allen voran, Transparenz, auch ein häufiger genannter Begriff von Ihnen. Auch das möchte die Taxonomie ja im Prinzip schaffen, den Markt transparenter zu gestalten. Greenwashing ist dabei, auch das passt hier ins Bild, denn Greenwashing zu vermeiden, ist natürlich auch ein Ziel. Wir haben häufiger auch den Begriff Atom im weitesten Sinne. Auch das macht natürlich Sinn, denn hier haben wir eine lebhafte Diskussion gesehen, ja auch in den letzten Wochen, ob oder inwiefern sozusagen Atomenergie und Erdgas in die Taxonomie aufgenommen werden soll oder nicht. Genau, also ich denke, das gibt einen ganz guten Überblick. Investitionen, auch noch ein wichtiger Begriff sicherlich, denn auch darum geht es ja in erster Linie. Investitionen, Finanzen. Zunächst einmal wird ja der Finanzsektor, kann man sagen, adressiert. Und ja, vielleicht nehmen Sie das einfach mal so mit als Eindrücke zur EU-Taxonomie, die Sie jetzt hier gesammelt haben. Ich würde jetzt zurückwechseln in die Präsentation. Und jetzt müssten Sie wieder die Präsentationsansicht haben. Und wir starten jetzt mit dem ersten Punkt auf der Agenda. Was ist die EU-Taxonomie? Und dazu habe ich zunächst einmal folgende Folie vorbereitet. Wir sollten zunächst einmal eine Einordnung vornehmen zur EU-Taxonomie. Und dieses sehr vereinfachte Schaubild zeigt es vielleicht schon ganz gut. Übergeordnetes Ziel ist im Prinzip die Erreichung des EU-Green Deals. Sie wissen, bis 2050 will die EU die Wirtschaft der Europäischen Union sozusagen klimaneutral gestalten. Also Klimaneutralität bis 2050 ist das erklärte Ziel und schon bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen um mehr als die Hälfte reduziert werden. Und um das zu erreichen, gibt es eine ganz wesentliche Maßnahme, die im Prinzip schon ja, 2018 angenommen wurde. Und das ist dieser Sustainable Finance Action Plan, den Sie hier sehen. Oder zu Deutsch ein Aktionsplan für die Schaffung eines nachhaltigen Finanzsektors. Und das übergeordnete Ziel dieses Aktionsplans ist eben die Schaffung eines nachhaltigen Finanzsektors, um diesen Transformationsprozess in der Wirtschaft anzustoßen, mehr Geld, mehr Kapital in nachhaltige Investitionen zu lenken und damit eben diesem Green Deal zuzuarbeiten. Und ein Instrument innerhalb dieses Sustainable Finance Action Plans ist die EU-Taxonomie, der auch eine Schlüsselrolle zukommt. Es ist also nicht nur ein Instrument, sondern sicherlich das Schlüsselinstrument, was auch in diesem Plan an erster Stelle steht, nämlich erst einmal sozusagen sag ich mal, die Basis oder das Rahmenwerk zu schaffen für alle weiteren Maßnahmen, die dann darauf aufbauen.
Denn die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Das heißt, es geht darum, die Transparenz im Finanzsektor und bei großen Firmen zu erhöhen und dadurch Investitionen in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu fördern. Um das vielleicht nochmal so ein bisschen aufzudröseln, was will denn die Taxonomie eigentlich erreichen? Was will sie liefern? Das ist zum einen natürlich erst einmal die einheitliche Definition von Nachhaltigkeit. Und das ist ja durchaus ein Novum. Nachhaltigkeit wäre dann in Zukunft nicht mehr Auslegungssache. Der eine definiert es etwas schärfer, der andere etwas schwächer, sondern wenn wir mit der Taxonomie eben eine solche Verordnung für die gesamte EU schaffen, dann haben wir zumindest innerhalb der EU diesen einheitlichen Begriff von Nachhaltigkeit. Es sollen verlässliche und vergleichbare Informationen über nachhaltige Investitionen geliefert werden. Es werden durch die Taxonomie dann auch Unternehmensangaben offengelegt. Auch das steigert die Transparenz. Und am Ende wird die Taxonomie bzw. ihre Auswirkungen auch in der Finanzberatung eine Rolle spielen. Insofern, als dass eben das Thema Nachhaltigkeit orientiert an der EU-Taxonomie auch berücksichtigt werden muss ab nächstem Jahr, also dass in der Finanzberatung auch auf nachhaltige Alternativen hingewiesen werden muss. Das erstmal zur Erklärung, was ist die Taxonomie und was hat sie zum Ziel? Und dann haben Sie ja sicherlich mitbekommen, da wurde dann diese Taxonomie-Verordnung schon vor geraumer Zeit entwickelt, veröffentlicht und auch angenommen. Und die legt erstmal so ein paar grundsätzliche Dinge fest, nämlich wie identifizieren wir denn jetzt eigentlich nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten? Wann ist eine Wirtschaftsaktivität gemäß der EU-Taxonomie nachhaltig? Das ist sie, wenn sie zum einen, sehen Sie hier diese drei Kreise, wenn sie zum einen einen wesentlichen Beitrag zu mindestens einem von insgesamt sechs Umweltzielen leistet. Die zweite Anforderung ist, dass sie gleichzeitig keines der übrigen fünf Umweltziele verletzt oder beeinträchtigt. Und als drittes sind bestimmte Mindestanforderungen zu erfüllen, zum Beispiel im sozialen Bereich, was faire Löhne betrifft und so weiter. Das orientiert sich an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, greift die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte auf und die acht Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Jetzt fragen Sie sicherlich, was sind denn dann die sechs Umweltziele? Und die habe ich Ihnen hier noch mal kurz vorgestellt. Viele von Ihnen wissen vielleicht auch schon gut Bescheid und für die erzähle ich hier nichts Neues, aber wir fassen es noch einmal kurz zusammen. Das sind die sechs Ziele: Klimaschutz, Klimawandel, Anpassung. Dazu wird ja dann auch zum 01.01.22 im Januar also der ja, erste delegierte Rechtsakt, die erste delegierte Verordnung, häufig wird sie auch als Klimataxonomie bezeichnet, in Kraft treten. Und für die übrigen vier Umweltziele haben wir den Status, dass da ein Vorschlag der Sustainable Finance Plattform ausgearbeitet wurde, der jetzt im Prinzip wieder an die EU-Kommission zurückgeht. Und da können wir dann im ersten Halbjahr 2022 wahrscheinlich möglicherweise mit einer Veröffentlichung rechnen. Das sind die Umweltziele und das hier sind jetzt die Wirtschaftssektoren, die durch die EU-Taxonomie adressiert werden. Das sind 13 insgesamt. Und wir in unserem Projekt haben natürlich insbesondere diese beiden Sektoren im Blick, weil Andrea Reuter hat das ja schon erklärt. Es geht uns um Waldinvestments, um Investitionen in Wald- und Biodiversitätsschutz. Insofern ist für uns eben auch ganz besonders spannend, inwieweit denn Waldkriterien in der EU-Taxonomie berücksichtigt sind und wie scharf oder schwach sie eben vielleicht ausgestaltet sind, wie detailliert. Dazu wird mein Kollege Jan Ohnesorge dann aber gleich noch ein bisschen mehr sagen. Vorher möchte ich mit Ihnen noch einmal auf den aktuellen Stand schauen und wie es weitergeht mit der EU-Taxonomie. Wir schauen sozusagen auf die Evolution. Und wie sind wir denn eigentlich dahin gekommen, wo wir uns mittlerweile befinden? Diese Timeline, die wir jetzt hier entworfen haben, erhebt sicherlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber zeigt einfach sehr wichtige Stationen auf dem Weg zur EU-Taxonomie. Und es begann im Prinzip 2018 mit,
Ich hatte es schon eingangs erwähnt, dem Aktionsplan für nachhaltige Finanzen, der dann eben als ein erstes Instrument, als eines von 10 Instrumenten die Taxonomie vorsieht. Und wenige Monate später hat dann die Kommission eine technische Expertengruppe, kurz TEG, eingesetzt, die dann eben bei der Entwicklung der Taxonomie, auch bei der Entwicklung dieser ersten Taxonomieverordnung zu den beiden Klima-Umweltzielen unterstützt hat. Die TEG hat dann 2020 einen Abschlussbericht zur EU-Taxonomie veröffentlicht. Im Juni 2020 wurde dann die Taxonomieverordnung tatsächlich veröffentlicht. Und in der steht das drin, was ich Ihnen gerade gezeigt hatte, zu den Anforderungen, den Umweltzielen und den Wirtschaftssektoren. Das sind so die Kernelemente, würde ich sagen. Im Juli 2020 ist die Taxonomieverordnung dann in Kraft getreten. Und im gleichen Jahr wurde diese Plattform on Sustainable Finance gegründet, die dann sozusagen die technische Expertengruppe so ein Stück weit abgelöst hat. Und jetzt, wenn es um die Ausgestaltung der Taxonomie und den delegierten Rechtsakt für die verbleibenden 4 Umweltziele geht, die EU-Kommission unterstützt und berät. Also das ist im Prinzip ein ständiges Expertengremium, das hier die EU-Kommission unterstützt. Dann springen wir ins Jahr 2021 und dann sehen Sie hier, dass im April die delegierte Verordnung zu den Umweltzielen 1 und 2, wie gesagt, häufig wird das auch als Klimataxonomie bezeichnet, im Grundsatz angenommen wurde. Und im Juni 2021 haben wir dann den Entwurf technischer Kriterien für die Umweltziele 3 bis 6 gesehen. Bis September konnte man sich dann in den Konsultationsprozess einbringen zu diesem Entwurf dieser technischen Bewertungskriterien, was wir als Global Nature Fund und Oro Verde auch gemeinsam getan haben. Ja, und dann komme ich eigentlich schon zu der Folie, wie es denn eigentlich weitergeht. Und sicherlich ist erst einmal einer der wichtigsten Termine der 1.1.22, wo dann eben diese sogenannte Klimataxonomie in Kraft treten wird und Unternehmen ab dann sozusagen ihre taxonomierelevanten Tätigkeiten, also Tätigkeiten, Wirtschaftstätigkeiten, aus denen sie entweder Investitionen haben oder in die sie entweder investieren oder aus denen sie Einnahmen haben, offenlegen. Also dass sie sagen, die und die Tätigkeiten fallen unter die Taxonomie. Und damit beginnt dann sozusagen das, was häufig als Offenlegungspflicht für Unternehmen bezeichnet wird. Wann genau jetzt die technischen Bewertungskriterien für die Umweltziele 3 bis 6 veröffentlicht werden, ist noch nicht ganz klar. Im Ursprung war das tatsächlich mal für Dezember dieses Jahres avisiert, aber das hat sich ein wenig verschoben und jetzt könnte es irgendwann im ersten Halbjahr, spätestens Sommer 2022, soweit sein. Im Juli 2022 will die Kommission dann einen Statusbericht über die Anwendung der Taxonomieverordnung vorlegen. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter in die Zukunft blicken, dann wäre natürlich auch ein wichtiger Termin der Januar 2023, wo dann die Taxonomie für die Umweltziele 3 bis 6 in Kraft treten soll. Und mit diesem Stichtag würden dann auch für zunächst einmal Nicht-Finanzunternehmen die Berichtspflicht beginnen, was die Taxonomiekonformität betrifft. Also während zu Beginn nächsten Jahres erst einmal nur gesagt werden muss, schau mal, das sind die Tätigkeiten, die fallen unter die Taxonomie, wäre dann ein Jahr später fällig, dass man auch wirklich schaut, inwiefern diese Tätigkeiten, also die technischen Bewertungskriterien, die in den delegierten Verordnungen festgehalten sind, erfüllen oder eben nicht. Und 2024 würde das dann auch für Finanzunternehmen greifen. Letzte Folie von mir zum Thema, zur Einleitung, zu diesen erstmal Basisinformationen ist noch einmal der Blick auf die Sustainable Finance Plattform, die ja im Prinzip diesen ganzen Prozess begleitet. Und das hier ist sicherlich ein prominentes Schaubild, wo man einfach mal sieht, okay, diese Plattform hat insgesamt 57 Mitglieder und 11 Beobachter. Es sind, glaube ich, 30 Experten mit dabei aus unterschiedlichen Fachdisziplinen. Und die verteilen sich dann auf insgesamt 6 Untergruppen.
Und da haben Sie zum Beispiel die Technische Arbeitsgruppe, Technical Working Group, TWG, die jetzt eben auch verantwortlich ist für den Entwurf der technischen Bewertungskriterien für die Umweltziele 3 bis 6. Oder Sie haben beispielsweise die Untergruppe 3, die sich mit der Ausweitung der Taxonomie beschäftigt, Stichwort braune Taxonomie, graue Taxonomie, oder die Untergruppe 4, die sich damit auseinandersetzt, ob es eine soziale Taxonomie geben kann, soll, beziehungsweise wie das Ganze denn aussehen könnte. Das soll es erstmal von mir gewesen sein als ja, Überblick noch einmal darüber, was die Taxonomie ist. Und mein Kollege Jan Ohnesorge würde sich jetzt einmal mit den Waldkriterien in den delegierten Verordnungen etwas näher beschäftigen. Ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Der Kollege hat es ja schon gesagt, wir werden jetzt über Kriterien mit Relevanz für Waldinvestment sprechen. Und los gehen wir jetzt mit einem Überblick über relevante Dokumente. Es gibt eine ganze Menge Literatur mittlerweile schon über die EU-Taxonomie oder was damit zusammenhängt. Allerdings die Grundlage ist die Taxonomieverordnung. Und da stehen allerdings noch keine Kriterien drin, sondern das kommt dann in den delegierten Verordnungen und insbesondere in den Anhängen. Und wie wir schon gehört haben, heute gibt es das für die beiden Klimaziele plus Anhänge. Und es gibt aber dann eben auch den Vorschlag der Sustainable Finance Plattform für die vier verbliebenen Umweltziele, wo dann eben auch das Ziel ist, bis nächstes Jahr das in eine delegierte Verordnung zu gießen. Genau, als erstes dann zur delegierten Verordnung zu Klima und den Anhängen. Das ist ja das, was wirklich schon da ist und was ab nächsten Januar dann auch gilt. Die relevanten Aspekte für Waldinvestments sind eben vor allen Dingen unter dem Abschnitt zur Forstwirtschaft zu finden. Und das gliedert sich dann auch nochmal in vier Teile, nämlich Aufforstung, Sanierung und Wiederherstellung von Wäldern, einschließlich Wiederaufforstung, Waldbewirtschaftung und konservierende Forstwirtschaft. Die Kriterien sind größtenteils ähnlich. Es gibt aber im Detail dann auch durchaus relevante Unterschiede. Wir haben uns jetzt aber hier auf die beiden ersten Teile Aufforstung und Sanierung konzentriert, einfach um exemplarischen Einblick zu geben. Und das Ganze findet sich im Anhang 1 zu Klimaschutz. Analog gibt es dann auch noch einen Anhang 2 zur Anpassung an den Klimawandel, auf den wir jetzt im Rahmen dieser Präsentation aber nicht näher eingehen werden. Genau, hier finden wir die technischen Bewertungskriterien für einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz, eben für Aufforstung und Sanierung und Wiederherstellung von Wäldern. Ganz grundlegend ist, dass man einen Aufforstungsplan bzw. einen Waldbewirtschaftungsplan erstellen muss, wenn man eben taxonomiekonform sein will. Also das ist auch ganz wichtig, noch immer im Hintergrund zu behalten. Es geht ja hier nicht um gesetzliche Vorgaben, sondern das sind sozusagen Anforderungen, wenn man taxonomiekonform sein möchte, muss man die erfüllen. Genau, und diese zu den Aufforstungsplänen nochmal. Diese Anforderungen beziehen sich meist auf nationales Recht, und die Bewirtschaftungsziele setzen, Tätigkeiten planen, forstbezogene Risiken bewerten. Das sind so, ja, so Gebiete, die da drin geregelt sind. Ja, vielleicht noch wichtiger ist die Analyse des Klimanutzens. Da muss man eine Nettobilanz nach 30 Jahren ziehen und die muss positiv sein, beziehungsweise die Abschätzung davon muss auch positiv sein. Und da gibt es aber dann im Detail auch ein bisschen unterschiedliche Methoden, wie man das machen kann. Also wenn da vorher jemand war, der das bewirtschaftet hat, kann man das zum Beispiel als Baseline heranziehen und dann sagen, also unsere Bewirtschaftungsform bindet mehr Klimagase und stößt vielleicht auch noch weniger aus gleichzeitig. Deswegen ist unsere Nettobilanz nach 30 Jahren dann positiv. Es gibt aber auch noch andere Methoden, wie man das berechnen kann. Also eine Einschränkung gibt es auch noch, nämlich Forstbetriebe mit einer Fläche von weniger als 13 Hektar sind befreit von dieser Anforderung, ja, um diese nicht mit Bürokratie zu belasten.
Und die Gewährleistung der Dauerhaftigkeit muss auch gegeben sein. Also nach nationalem Recht wird der Waldstatus des Gebiets gewährleistet oder es bleibt eben ein Schutzgebiet. Genau, da gibt es auch noch ein paar verschiedene konkrete Definitionen, wie man das schaffen kann. Aber man muss auf jeden Fall diesen Waldstatus oder Schutzgebietsstatus erhalten. Genau, und das Ganze wird dann auch noch geprüft, und zwar innerhalb von 2 Jahren nach Aufnahme der Tätigkeit und danach dann alle 10 Jahre. Und die Prüfung kann entweder durch eine nationale Behörde geschehen oder aber auch durch unabhängige Drittzertifizierer, was dann auch private Unternehmen oder andere Rechtsformen sein können. Genau, jetzt sehen wir nochmal die 6 Umweltziele. Und zwar, wir haben ja vorhin auch schon gehört, dass es bei der Taxonomie immer darum geht, ein Umweltziel besonders zu fördern und dabei die anderen aber nicht zu schädigen. Und da es hier jetzt um Klimaschutz geht, betrachten wir jetzt mal die anderen Umweltziele, was dann die Anforderungen sind, um diese nicht zu schädigen. Und es gibt natürlich zu allen anderen Umweltzielen auch Kriterien, beziehungsweise manchmal gibt es auch Ausnahmen, dass es jetzt für ein Kriterium mal gerade nichts gibt, weil da einfach nichts bedenklich erscheint aus Sicht der Verfasser. Aber hier werden wir jetzt uns auf ein Beispiel zum Schutz der Biodiversität konzentrieren, einfach um das mal exemplarisch so ein bisschen zu zeigen. Und da sind die Zusammenfassung der Kriterien: In Schutzgebieten stehen die Tätigkeiten mit Erhaltungszielen im Einklang und die Lebensräume mit besonders hohem Erhaltungswert werden nicht umgewandelt. Also wenn jetzt man eine besonders biodiverse Weidelandschaft zum Beispiel hat, darf man die nicht in den Wald umwandeln, auch wenn das klimaschutzmäßig vielleicht sehr viel bringen würde. Genau. Ja, jetzt kommen wir zum Vorschlag der Plattform on Sustainable Finance für eine delegierte Verordnung. Und das würde dann eben die restlichen Umweltziele betreffen, also sowohl nachhaltige Wasserressourcen als auch Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von Umweltverschmutzung und Schutz der Biodiversität. Und für uns ist da Schutz der Biodiversität am relevantesten. Und es gibt dann darunter auch wieder verschiedene Bereiche im Forstbereich, vor allen Dingen Forstwirtschaft und Holzeinschlag und Wiederherstellung und Sanierung. Und im Folgenden haben wir uns dann auf Forstwirtschaft und Holzeinschlag wieder konzentriert. Genau, das sind jetzt wieder die technischen Bewertungskriterien für einen wesentlichen Beitrag zum Biodiversitätsschutz. Eins der wesentlichen Kriterien ist die anteilige Stilllegung von Waldflächen. Das ist nach Bewirtschaftungsform gestaffelt. Und zwar bei naturnah bewirtschafteten Wäldern muss man 10% der Fläche stilllegen. Dann bei bewirtschafteten Wäldern mit einheimischen Arten 20% und bei bewirtschafteten Wäldern mit exotischen Arten 30% plus nochmal 20% naturnah, also 20% der Fläche muss naturnah bewirtschaftet sein. Also insgesamt der 50% der Fläche sind dann nicht mit exotischen Arten bewirtschaftet und diese 20% naturnah bewirtschaftete Wälder, da könnte man, die könnte man auch komplett stilllegen, aber es ist eben auch noch möglich, darauf zu wirtschaften, wenn es naturnah ist. Genau, und diese Staffelung, die entsteht jetzt, weil die Biodiversität in naturnah bewirtschafteten Wäldern natürlich viel höher ist als in bewirtschafteten Wäldern mit exotischen Arten. Und daher sagt man, okay, da müssen wir nur einen vergleichsweise geringen Teil stilllegen, während bei bewirtschafteten Wäldern mit exotischen Arten eben schon größere Flächen stillgelegt werden müssen, damit man hier von einem wesentlichen Beitrag zum Biodiversitätsschutz sprechen kann. Genau.
Ja, und dann gibt es auch noch eine ähnliche Tabelle zu Kahlschlägen. Da geht es auch wieder nach Bewirtschaftungsform. Hier ist die Bewirtschaftungsform naturnah. Da darf man 0,3 Hektar am Stück darauf einen Kahlschlag machen oder die roten. Und bei konventionellem Laubwald ist es 1 Hektar und bei konventionellem Nadelwald 3 Hektar. Ja, und das nächste Kriterium wären dann Pestizide. Die dürfen verwendet werden. Allerdings gibt es eine Ausnahme, nämlich die in der EU-Verordnung 2009/128 EC festgelegten Substitutionskandidaten dürfen nicht genutzt werden. Und das sind eben Chemikalien, die nicht verboten sind in der EU, aber wo es schon klar ist, dass die eben bedenklich sind mit Hinblick auf den Umweltschaden, den sie anrichten und die EU gerne ersetzen würde. Und dann ja, ist man in einem Suchprozess nach anderen Chemikalien, die vielleicht diese Rolle übernehmen könnten, aber weniger schädlich sind. Und genau diese Wackelkandidaten, sage ich mal, die darf man dann auch nicht verwenden unter der EU-Taxonomie. Die Waldflächen müssen mindestens 5 Jahre nach Ende des Naturschutzplans, also im Original heißt das Conservation Plan, vor Verschlechterung und Umwandlung geschützt werden, um eben auch eine gewisse Nachhaltigkeit und Langfristigkeit da zu gewährleisten. Ja, jetzt haben wir die gleiche Grafik nochmal für das Biodiversitätsziel und wieder bezieht sich das auf den Vorschlag der Plattform. Da es hier um das Biodiversitätsziel geht es jetzt darum, wieder alle anderen Ziele zu betrachten, was wir da beachten müssen, um diese nicht zu schädigen. Wieder habe ich eins exemplarisch rausgegriffen, nämlich die Vermeidung von Umweltverschmutzung. Und die Zusammenfassung der Kriterien ist da, der Einsatz von Pestiziden und Dünger wird minimiert. Außer Pestizide werden bei Ausbrüchen von Schadorganismen benötigt. Und die Verschmutzung von Wasser und Boden wird vermieden. Und wenn es doch mal passiert, werden diese Verschmutzungen dann eben beseitigt. Genau, jetzt kommen wir schon zu den offenen Fragen und der Diskussion. Da gebe ich wieder meiner Kollegin Andrea Reuter das Wort. Ja, vielen Dank, Steffen und Jan, für die Präsentation. Ich würde jetzt erstmal den Floor quasi öffnen, wenn es direkte Fragen gibt. Also es gibt schon ein paar Fragen im Chat, aber wenn sich jemand direkt freischalten möchte, haben Sie jetzt die Möglichkeit, eine direkte Verständnisfrage vielleicht erstmal zu stellen, bevor wir in die spannenden Fragen aus dem Chat gehen. Da ist jetzt gerade noch keiner aktiv. Dann würde ich mal mit einer ersten Frage starten. Und zwar wurde gefragt, die Landwirtschaft, die wird auf der Folie mit den Sektoren nicht genannt. Sollen die Kriterien für Landwirtschaft erst später ergänzt werden? Wer von euch möchte da schon mal antworten? Genau so ist es meines Wissens, dass das eben erst später erfolgen soll. Man hat hier die Landwirtschaft zunächst außen vor gelassen, das heißt aber nicht, dass sie dauerhaft außen vor bleibt. Also ja, genau schon richtig erkannt. Falls jemand noch was ergänzen möchte, Genau, ich gerne. meine, auch in dem Vorschlag von der Sustainable Finance Plattform jetzt für die 4 verbleibenden Ziele wurde Landwirtschaft schon auch mit aufgenommen und konnte auch kommentiert werden. Es ist halt die Frage, was davon dann von der Kommission auch angenommen wird. Genau, dann waren da nochmal zwei Hinweise. Einmal, dass die Kommission den Delegierten Rechtsakt zur Klimataxonomie am 22.12. verabschieden wird. Genau, also der wird jetzt veröffentlicht und ist damit auch wirklich in Kraft getreten ab Januar 2022. Und ein Hinweis noch, die Taxonomiekriterien sollen auch für den Wiederaufbaufonds, Recovery and Resilience Fonds gelten. Genau, vielen Dank für den Hinweis auch noch. Dann haben wir eine weitere Frage, die Planung der Nettobilanz, ob die extern geprüft werden muss. Jan, möchtest du was dazu sagen? Ich glaube, das war auch eigentlich ja Bestandteil deiner Präsentation.
Du bist noch stumm, Jan. Entschuldigung, ja, wir können ja auch gerne nochmal zu der Folie zurückgehen. Dann haben das vielleicht alle nochmal vor Augen. Genau, und ich kann schon mal anfangen. Also, ja, dass die sehr anfällig sind, das ging uns beim Lesen dieser Stelle in der Taxonomie auch so. Und das, ja, es gibt ja eben verschiedene Formen, das auch zu berechnen. Und dadurch ist natürlich auch immer so ein bisschen Spielraum vorhanden. Wenn man verschiedene Berechnungsformen hat, kann man natürlich die wählen, die jetzt für einen selbst als Waldbesitzer auch am günstigsten ist. Jan, darf ich dich kurz unterbrechen? Ich glaube, du bist bei einer anderen Ja. Frage, die würde ich dann einmal auch kurz vorlesen. Die war die Frage von Frau Winter. Die Nettobilanzen sind sehr anfällig für enge Grundlagenansätze und Bewertungsanalysen. Wie wird gewährleistet, dass nicht nur Kohlenstoffspeicherung, zum Beispiel im Holz, betrachtet wird, sondern auch die klimarelevanten Funktionen des Bodens, des Mikroklimas, Bestand, der Waldkonnektivität, des Wasserhaushalts und so weiter? Genau, das war die Frage. Dann könntest du auf die antworten und dann machen wir die andere gleich. Ja, Entschuldigung, dann habe ich wahrscheinlich, weil ich parallel gelesen habe und zugehört habe, habe ich dann was durcheinander gebracht. Aber genau, also das sind natürlich auch sehr wichtige Aspekte, dass Kohlenstoff auch im Boden gespeichert wird zum Beispiel und nicht nur im Holz. Ich glaube, so detailliert ist das in der EU-Taxonomie noch nicht geregelt. Also es gibt da natürlich auch noch Kritikpunkte. Das ist jetzt die erste Version und es ist ja auch vorgesehen, das in regelmäßigen Abständen dann immer mal wieder zu aktualisieren. Also da könnte man auch dann noch auf folgende Regularien hoffen. Genau, Genau. und jetzt nochmal zu der anderen Frage. Muss die Planung der Nettobilanz extern geprüft werden? Okay. Das geht ja auch ein Ja. bisschen in die Richtung der externen Auditierung. Das gilt dann auch für die Nettobilanz. Also das wird auch von einem externen, wobei zu sagen ist, dass das der Zertifizierer kann auch von dem Betrieb selber beauftragt werden. Also das ist vielleicht eine gewisse Schwäche in dem System. Man kann sich den selber aussuchen und genau, aber das ist ja ein bekanntes Problem bei Zertifizierungen, würde ich sagen. Genau. Genau. Dann haben wir noch eine weitere Frage. Wie schätzen Sie die Eignung der technischen Kriterien für Forstwirtschaftsinvestitionen in Schwellenländer ein? Ja, das ist auch eine sehr interessante Frage. Wir werden das in unserem Projekt auch noch genauer prüfen. Haben wir auch in unseren Antrag so aufgenommen. Also bei den Klimakriterien, ja, geht es ja eben vor allen Dingen um das Binden von Kohlenstoff. Und gibt es natürlich nicht so viel Futter für jetzt diese Kriterien speziell, also die auch ja, Biodiversität oder andere Faktoren damit einbeziehen. Das ist jetzt bei dem Vorschlag der Plattform anders. Aber ja, wie sehr, also bisher scheint mir das nicht das Hauptproblem zu sein, dass es nicht so gut auf Schwellenländer abgestimmt ist, sondern eher, dass es da andere, ja, andere Kriterien sind, die vielleicht strenger sein könnten aus Naturschutzsicht. Genau. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Kritikpunkt, den wir üben, ne? Dass diese Waldbewirtschaftungspläne, das ist ein recht leicht zu erreichendes Ziel. Und wenn man sich dann die Erfüllung des Klimaziels setzt, dann muss man sich ja mit dem Biodiversitätsziel erstmal gar nicht auseinandersetzen, sondern nur die wesentliche Beeinträchtigung vermeiden. Das sehen wir gerade noch als etwas unambitioniert. Und natürlich, dass immer der Fokus auf nationales Recht liegt. Und das ist in den Ländern ja auch sehr unterschiedlich, was ebenfalls ja, kritisiert werden kann. Genau, dann würde ich noch eine weitere Frage vorlesen, generell zur Vorgehensweise. Werden in der Regel Unternehmen als Ganzes bewertet und/oder bestimmte Aktivitäten eines Unternehmens separat? Gerade bei großen Unternehmen mit vielen verschiedenen Sparten könnte das ja dann auch sehr aufwendig sein. Genau.
Darf ich das an dich nochmal geben, Steffen? Ja, also meines Wissens sowohl als auch. Also, dass einerseits Unternehmen sozusagen ihre entsprechende Daten offenlegen müssen und eben auch taxonomiekonform Konformität ausweisen können, aber auch mit Blick auf deren Produktpalette. Also mit Blick vielleicht, haben wir ein Finanzunternehmen im Blick, dann geht es sicherlich darum, ist das Unternehmen an sich taxonomiekonform und wie sieht es denn eigentlich mit dem Produktportfolio aus und zu welchem Anteil oder bis zu welchem Grad sind denn beispielsweise Aktivitäten dieses Unternehmens taxonomiekonform, also nachhaltig? Genau. Ich glaube, da ist da nochmal, also an sich ist die, wird als nachhaltig immer, werden Wirtschaftsaktivitäten eingestuft, nicht Unternehmen, sondern Wirtschaftsaktivitäten. Also da zieht man auch wirklich die Aktivität ab. Wenn man sich jetzt einen Dienstleister anschaut, schaut, wie viel Prozent seines Umsatzes macht er mit was, dann kann er sagen, so und so viel Prozent mache ich mit der Förderung von Unternehmen oder der Kreditgewährung von Unternehmen, die als taxonomiekonform gelten. So kann man das dann ausweisen. So als Ergänzung, sorry. Genau. Ich schaue noch mal gerade. Ich glaube, es ist keine weitere Frage gerade angekommen. Ah ja, wir haben da noch eine Frage. Melissa, wenn du dich. Ja, ich habe noch mal eine Frage, genau. Und zwar, ich komme ja aus einem ganz anderen Bereich und bin inhaltlich da gar nicht so drin. Ich wollte noch mal kurz grundsätzlich fragen, weil da bei mir ein Knoten noch gerade im Hirn ist. Das heißt, diese Taxonomie ist also auf bestimmte Tätigkeiten bezogen. Es ist aber nicht bei einer bestimmten Größe eines Unternehmens verpflichtend, das dann einzuhalten oder sich entsprechend zertifizieren zu lassen oder doch? Also dieser Zusammenhang war mir jetzt gerade nicht klar. Wer von euch Ja, möchte? Ja, Steffen. Jan, gerne. Entschuldigung. Danke. Genau, also es gibt eben eine Pflicht ab einer bestimmten Größe des Unternehmens, also im Finanzsektor eigentlich immer, wenn man Finanzprodukte anbietet, aber auch bei Realunternehmen dann ab einer bestimmten Größe für Transparenz zu sorgen. Also dann zu sagen, mein Unternehmen hat ein Portfolio, das ist zu 45% taxonomiekonform, sagen wir mal. Und es ist aber nicht jetzt verpflichtend, zu 100% Konformität oder zu irgendeinem anderen Schwellenwert zu kommen, sozusagen. Das ist eben der Unterschied, dass es eine Transparenzpflicht gibt, aber sonst ist dann eben die Hoffnung, dass über diese gesteigerte Transparenz dann auch Investoren in die nachhaltigen Produkte oder Finanzprodukte investieren und dadurch dann Nachhaltigkeit vorangebracht werden kann. Ich hoffe, das war verständlich. Es ist jetzt gerade, doch noch mal eine Rückfrage, ja. Ja, doch, das war total verständlich. Ich frage mich halt so ein bisschen, also Selbstverpflichtungen, also das geht dann ja wieder schon ein bisschen in diese eigenverantwortliche Möglichkeit, sich zu gestalten. Das hat ja jetzt in den letzten Jahren nicht so gut funktioniert. Wie seht ihr das denn? Also ist das schon dann einfach ein guter Ansatz oder würdet ihr sagen, es muss eigentlich schon noch ein bisschen stärker sein, es müssen mehr Verpflichtungen daran geknüpft werden oder es muss irgendwelche Mindestmaßangaben geben? Also ich denke, man kann sowohl als auch haben. Also ich glaube, dass es wichtig ist, diese EU-Taxonomie zu haben als Grundlage auch. Und einerseits können sich dann Private daran orientieren und andererseits können ja aber auch staatliche Stellen für Förderprogramme zum Beispiel oder auch für andere gesetzliche Regulierungen, wo es darum geht, wir wollen hier nachhaltige Aktivitäten fördern, die können sich ja dann auch alle darauf berufen. Und auch dann eben verpflichtende Maßnahmen einführen. Deswegen glaube ich, dass das auf jeden Fall ein großer Schritt voran ist, diese Taxonomie. Und ja, sie hat nicht diesen verpflichtenden Charakter, aber das ist halt ein wichtiger Baustein zu mehr Nachhaltigkeit, denke ich. Ich denke auch, wenn ich mich da nochmal kurz anschließen darf, einfach diese Unterscheidungsmöglichkeit zu schaffen für Investoren, was ist nachhaltig oder was ist nicht nachhaltig oder zu was für einem Anteil ist ein Produktportfolio nachhaltig, wird wahrscheinlich schon eine ganz ordentliche Wirkung entfalten können.
Einfach, dass eben dieses ganze Thema Greenwashing dann auch dadurch ein Stück weit bekämpft wird und man am Ende wahrscheinlich sicherer entscheiden kann als Investor, okay, das ist nachhaltig und das nicht und jetzt wähle ich eben gerne vielleicht die nachhaltige Alternative. Und ich denke, dass, wie Jan das eben auch schon angedeutet hat, kann das so eine Art Selbstläufer werden, dass das eben diesen Prozess Richtung, diesen Transformationsprozess einfach in Gang setzt und antreibt. Man kann da auch sagen, aus den Gesprächen, die wir bisher geführt haben mit Vertretern aus unterschiedlichen Bereichen, dass das eigentlich sehr positiv aufgenommen wird und auch das als eine Chance gesehen wird, dass es halt diese Kriterien jetzt gibt, die Nachhaltigkeit definieren und dass man sich da auch irgendwie drauf verlassen kann und dass das eher Schwung in die ganze Wirtschaft bringen könnte. Genau, ich habe gerade gesehen, Fabian, du hast dich auch die Kamera gestartet. Möchtest du auch noch eine Frage stellen? Ja, hallo, Fabian Schmidt-Brammer von der GEZ. Ich habe noch eine Verständnisfrage. Also habe ich das richtig verstanden? Der Landwirtschaftssektor ist nicht abgedeckt von der EU-Taxonomie, weil ich frage mich gerade, es gibt jetzt den Legislativvorschlag für importierte Entwaldung und der Finanz- und Bankensektor ist ja eben nicht Teil dieses Legislativvorschlags. Wenn jetzt aber in der EU-Taxonomie die Landwirtschaft auch wieder nicht dabei ist, wie geht man mit dem ganzen Thema Deforestation Free Finance um? Also ist das irgendwie so noch ein weißer Punkt oder gibt es da andere Regularien auf EU-Ebene, die das eingrenzen? Also die Landwirtschaft soll definitiv Bestandteil der Taxonomie sein und wird auch gezielt noch abgedeckt werden. Aber es war anscheinend so umstritten, wie und auf welche Art das vertagt wurde. Also dann die Kommission gesagt hat, das müssen wir gerade noch aussparen. Also wir warten da auch ganz gespannt auf das, was da kommt. Es wird definitiv Bestandteil sein, aber es ist bisher noch nicht drin, weil es da ja sehr viele Streitpunkte gab, wie man sich vorstellen kann. Naja, jetzt hat Deutschland ja einen fahrradfahrenden grünen Landwirtschaftsminister. Mal gucken, was das für einen Impact haben wird auf EU-Ebene. Genau. Gut, ich glaube, ich habe jetzt gerade keine weitere Frage bekommen. Dann könnten wir noch einmal in die Vorabfragen reingehen. Steffen, magst du noch einmal auf die nächste Folie gehen? Es haben schon einige bei der Anmeldung die Chance genutzt, Fragen zu stellen. Eine davon war, wird in der Taxonomie für unterschiedliche Grade von Nachhaltigkeit differenziert? Ich glaube, Jan, du hattest die Frage dir angeschaut vorher. Ja, genau. Im Moment wird innerhalb der Taxonomie tatsächlich nicht differenziert für unterschiedliche Grade von Nachhaltigkeit. Allerdings gibt es auch dafür Pläne. Wir sind ja auch noch in einem relativen Anfangsstadium der Taxonomie. Also erste Regelungen gehen schon ab Januar, treten die in Kraft, aber gleichzeitig gibt es da auch noch sehr viele Pläne, die noch wesentlich länger dauern werden, um einen Gesetzestext zu formulieren und damit das dann auch in Kraft tritt. Aber was da der Plan ist, ist eine graue und eine braune Taxonomie zusätzlich zu der grünen Taxonomie, die es schon gibt, zu schaffen. Und das ist eben auch aus diesem Gedanken gekommen. Ja, wir haben jetzt nur diese binäre Unterscheidung. Das ist EU-Taxonomie konform und das ist nicht EU-Taxonomie konform. Aber es gibt ja ganz viel dazwischen. Also wenn es nicht EU-Taxonomie konform ist, kann es sein, dass es eben einfach nur keinen positiven Beitrag zum Umweltschutz leistet, aber auch nicht schlimme Schäden verursacht. Und das wäre dann in der grauen Taxonomie enthalten. Und als Gegenpol dazu gibt es dann eben Aktivitäten, die mit erheblichen Umweltschäden verbunden sind. Das ist die braune Taxonomie dann, wo vielleicht auch man sich als Eselsbrücke so einen Braunkohletagebau oder sowas vorstellen kann. Das wären dann solche Aktivitäten, die da sicherlich drunter fallen würden. Und grau, die Farbe, kommt eben, glaube ich, dadurch zustande, so eine Mischung zwischen weiß und schwarz, also weder gut noch schlecht, so mehr oder weniger neutral. Genau, das war es erstmal zu der Frage.
Vielen Dank. Dann hatten wir noch eine weitere Frage. Wer überprüft die Taxonomiekonformität? Wer übernimmt die Kosten der Prüfung? Wird auch im Nachhinein die Umsetzung geprüft oder lediglich der Plan? Ich glaube, wir hatten das schon zum Großteil. Möchtest du da noch was ergänzen? Ja, sorry. Ja, genau. Ja, wir haben das jetzt schon diskutiert. Genau, also es ist vielleicht noch zu sagen, wir haben ja schon gesagt, es können staatliche oder private Organisationen prüfen und es werden dabei auch keine Kriterien für die prüfende Organisation genannt. Die Kosten haben wir, glaube ich, noch nicht thematisiert, die übernimmt wohl der zu prüfende Betrieb, aber das wird auch nicht näher spezifiziert, könnte also auch noch anders geregelt werden. Und ja, genau, den Rest haben wir im Prinzip schon, dass es dann 2 Jahre nach Beginn der Tätigkeit geprüft wird und danach alle 10 Jahre. Genau. Dann gehen wir vielleicht noch zu einem der letzten. Welche Auswirkungen auf EU-Rechtsetzung oder EU-Förderprogramme sind denkbar? Steffen, ich glaube, die hast du dir angeschaut. Genau, die hatte ich mir ein bisschen näher angeschaut, die Frage. Und teilweise haben wir da auch schon ein paar Sachen in der Präsentation erklärt. Also zunächst einmal die Einordnung der Taxonomie hat ja schon gezeigt, wie stark sie verknüpft ist oder vernetzt ist, beziehungsweise wie sie eben die Basis schafft für viele andere Aktivitäten, dass sie also ein Instrument von einem ganzen Bündel von Instrumenten, von Maßnahmen ist, die eben dieses Ziel der Schaffung eines nachhaltigen Finanzsektors und am Ende auch Erreichung des Green Deals sein soll. Und ja, vielleicht mit Blick so ein bisschen auf den jüngst veröffentlichten Vorschlag für ein EU-Anti-Entwaldungsgesetz. Ist vielleicht auch noch ein ganz interessanter Zusammenhang. Hier ist ja der Finanzsektor nicht berücksichtigt, was ja auch durchaus durch verschiedene NGOs kritisiert wurde, dass das nicht berücksichtigt wird, mit aber durchaus der Argumentation dann von offizieller Seite, dass man dafür ja die Taxonomie geschaffen hat und dass sich beides so ein Stück weit ergänzen soll. Was natürlich nur bedingt der Fall sein kann, weil wir haben es jetzt auch schon mehrmals gehört, die Taxonomie bleibt am Ende freiwillig, also mich jetzt wirklich umzustellen in Richtung 100% nachhaltiges Produktportfolio ist ja in dem Sinne keine Verpflichtung, während natürlich dieses EU-Anti-Entwaldungsgesetz sehr klar vorgeben wird, diesen oder jenen Rohstoff aus der und der Anbauregion darf dann nicht mehr importiert werden. Also insofern ist es eben fraglich, inwieweit sich das eben hier überhaupt ergänzt. Was EU-Förderprogramme angeht, kann man sicherlich sagen, dass abzusehen ist, dass eben sowohl europäische als auch nationale Förderprogramme an den Kriterien der EU-Taxonomie ausgerichtet werden. Ich hatte ja auch schon erklärt, es ist eben dieses einheitliche Werkzeug, das die EU-Taxonomie hier schafft, eben mit der Definition von Nachhaltigkeit, aber auch eben mit ganz konkreten technischen Bewertungskriterien. Und wir haben jetzt ja eben auch in dem Vorschlag der Sustainable Finance Plattform für die Umweltziele 3 bis 6 gesehen, da wurde es schon ziemlich konkret. Und Jan hat eben ja auch ein paar Beispiele rausgegriffen, wo also auch ganz konkrete technische Grenzwerte gesetzt werden. Und das ist schon damit zu rechnen, dass sich eben auch Förderprogramme an diesen Dingen orientieren, diese aufgreifen. Es wäre ja auch eigentlich unklug, das nicht zu tun, weil wo man eben jetzt schon so eine Einheitlichkeit schafft, wenn es um Nachhaltigkeit geht, macht es ja Sinn, dass alles so ein bisschen darauf aufbaut. Und ich denke, das kann man auch erwarten. Und ja, für die europäische Rechtsetzung, die Rechtsetzung auf nationaler Ebene, wird man sicherlich auch die Taxonomie als Basis sozusagen heranziehen. Genau, danke schön, Steffen. Wir haben jetzt noch 2 Fragen reinbekommen. Ich würde sagen, eine machen wir noch schnell, dann haben wir noch 2 Hinweise in eigener Sache am Ende.
Hier kam noch ein Hinweis oder eine Frage von Frau Winter. Wie wird gewährleistet, dass die EU-Taxonomie mit den Erkenntnissen des Naturschutzes auch nachhaltig passfähig ist? Die Kritik der Umwelt-NGOs ist groß an den Vorschlägen zu der Forstwirtschaft. Die Biodiversitätskrise ist sehr groß und mit den vorgestellten Maßnahmen ist es nicht gewährleistet, dass die mindestens Biodiversität gehalten werden kann. Jan, darf ich dir das oder Steffen? Ich würde vielleicht eine kurze Sache dazu sagen und dann übergebe ich an Jan für weitere Details. Aber das eine, was mir dazu direkt einfällt, ist, dass vielleicht ein schwacher Trost, aber auch schon angedeutet, dass die Taxonomie eben nicht starr ist, sondern dynamisch und dass eben auch noch Anpassungen erfolgen können und sicherlich auch erfolgen werden. Also je nach Situation sicherlich auch Verschärfungen von Kriterien möglich sind oder dass Grenzwerte eben herab- oder heraufgesetzt werden, sodass da noch mehr Schärfe reinkommt, dass das grundsätzlich zumindest möglich ist. Ja, genau. Und ich kann noch dazu sagen, dass wir ja jetzt nicht alle Kriterien hier aufgelistet haben, die wirklich in den Anhängen drinstehen. Allerdings ist ja auch aus unserer Sicht, sind da Bereiche, die durchaus kritikwürdig sind auch. Das ist ja auch die Rolle von NGOs, das dann zu kritisieren und eben dann dafür zu sorgen oder darauf hinzuwirken, dass dann auch die bestehenden Regelungen noch verschärft werden. Genau, und ich glaube, das leitet auch direkt ganz gut weiter zu unserer nächsten Folie noch. Genau, wir haben im Rahmen des Projektes jetzt auch noch zwei Möglichkeiten, dass Sie sich weiter einbringen können. Das ist einmal eine Möglichkeit für Anbieter von Waldinvestments. Wir werden eine Umfrage versenden, wo wir nochmal ganz klar nach Ihrer Expertise fragen, Ihre Einschätzung zur Taxonomie und der Umsetzbarkeit. Das werden wir gerne auch in die Politikberatung einbinden. Sollten Sie da Interesse haben, gerne eine E-Mail an meinen Kollegen Steffen Kemper, der hat auch die Einladung verschickt, also einfach darauf antworten. Und dann haben wir noch eine weitere Aktion nächstes Jahr geplant, und zwar einen runden Tisch, wo wir weitere Punkte, wir haben jetzt nicht alle Fragen geschafft, aber weitere Punkte diskutieren können mit unterschiedlichsten Akteuren. Planen wir für 2022 einen runden Tisch, Taxonomie tiefer diskutieren und die Ergebnisse dann in die Politik einbringen. Also das ist auch nochmal Ihre Möglichkeit, sich und Ihre Einschätzung zur Taxonomie, was die Anwendbarkeit, was die Schwächen angeht, mit uns zu diskutieren, dass wir das mit aufnehmen können. Auch da, wenn Sie Interesse haben, können Sie sich sehr gerne an uns wenden, wieder an meinen Kollegen Steffen Kemper oder auch gerne an mich und Jan Ohne Sorge. Jetzt möchten wir uns ganz, ganz herzlich für Ihre Teilnahme bedanken, für die Fragen, die Sie gestellt haben, und freuen wir uns, wenn wir weiter im Austausch bleiben. Es wird auch nicht unser letztes Webinar bleiben, und dann wünsche ich Ihnen erstmal noch einen ganz schönen Tag und bleiben Sie gesund. Ja, und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn jetzt noch Fragen unbeantwortet geblieben sind im Chat, werden wir das noch per Mail Ihnen da eine Antwort geben. Und das Gleiche gilt ja auch für die Vorabfragen, die jetzt nicht thematisiert werden konnten. Genau, danke Jan. Dann auf Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss.